Hallöchen Leute und willkommen zu einer Runde Fortnite. Weil mich Maeve und Zombie mal wieder im Stich gelassen haben, habe ich mir einen YouTuber dazu geholt. Hey Finn, willst du Hi sagen? Hi, mein Name ist Finn. Fully hat mich über Fiverr engagiert für 500.000 Euro und wir werden jetzt einen Fortnite-Win holen. Tu nicht so, als ob du so teuer wärst. Okay, es waren nur 500. Nur 500, okay. Wollen wir hier einfach runterdroppen? Ja, bitte. Drop, ciao. Tschüss. Ja, ciao. Oh, wir gehen da zu dem Tempel. Du weißt schon, Olymp, dies, das. Okay, alles klar. So, wie lange hast du kein Fortnite mehr gespielt? Wie tief bist du drin? Oh, ich habe seit, ich glaube, 1,5 Monaten jetzt kein Fortnite mehr gespielt. Bestimmt. 1,5 Monaten. Bist du denn überhaupt noch funktionsfähig hier? Und das werden wir gleich herausfinden. Das ist quasi ein Live-Test. Live-Test? Irgendwie sowas. Genau. Ich hab eine Fernsehladung. Jo, ja, es gibt irgendwie C4. Wahrscheinlich ist es das, ne? Ja. Yeah. Oh, okay, bei mir ist einer. Okay. Wir sind zwei. Okay. Wir spielen ja auch Duos. Ist das in den Sinn gekommen? Ich hole mal in Ruhe ein bisschen Munition und so. Könntest recht haben. Gleich. Brauchst du Hilfe? Also einen habe ich gerade, einer ist down. Nice. Also würdest du sagen, am Ende hat der Finn überlebte? Am Ende hat der Finn überlebte. Kann ich aufhören damit. Warte mal, wurde ich gerade gescannt oder hat das Spiel sich neu gerendert? Nein, ich gerade ist irgendwas gescannt worden. Okay, ich dachte gerade so, was ist das? Wer schießt da in der Nähe? Ist da oben jemand? Läuft's bei dir? Irgendjemand läuft hier. Ich bin bei dir irgendwo. Ich hab gerade einen Bot ausgeschaltet. Einen Bot? Und einen Spieler. Oha. Brauchst du einen kleinen Schildtrank? Ich habe einen für dich. Oh, das wäre super. Und wo bist du genau? Ich bin unter dir. Also, zwei Etagen unter dir. Moment, ich komme. Moment. Ich komme. Wir kommen uns entgegen. Du fährst hoch, ich fahr runter und dann haben wir uns. Pass auf. Oh mein Gott. Da. Deins, gönn dir. Freudentanz. Zieh rein. Okay, ups. Okay. Haben wir hier schon alles gelootet? Nee. Ich hab noch nicht so viel gelootet. Bei mir waren direkt Gegner. Ich habe auch noch nicht so viel guten Stuff. Ich habe zwei grüne Waffen, ich habe ein paar Bandagen. Bin ich gerade hochgefahren? Wer ist da gerade vorne? Du bist gerade jemand anders? Wartet, ist da so, als ob jemand gerade vor mir hochgefahren ist. Was passiert hier? What happened? Vielleicht bin ich auch einfach nur zu müde. Oh. Das ist auch möglich. Immer sind wir nicht alle müde heutzutage? Immer. Apropos müde. Warst du auf der Dokumi? Ich war auf der Dokumi, tatsächlich, ja. Willst du ein bisschen was loswerden so nebenbei, wenn nichts passiert? Man kann es ein bisschen drüber reden. Ich wäre gerne nämlich hingegangen. Oh, es war sehr, sehr, sehr cool eigentlich. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben für Prince. Man kennt's. Ich höre Schritte. Hier ist irgendwo jemand. Da habe ich noch nicht gedacht, dass ich dafür, dass ich dann 12 Rahmen dafür kaufen darf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Scheiße. Oh, oh, ich sterbe. Was ist das? Was passiert hier? Das sind die Magneto-Sachen. Oh. Ich versuche mir ein bisschen hoch. Hast du ihn down? Nice. Er ist tot. Und ich bin down. Ich helfe dir, kein Ding. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig erschossen. Ich habe auch ein paar Bandagen noch. Aber nicht zu viel. Ja, irgendwie. Ich habe eine scheiß Waffe scheinbar benutzt. Nämlich die war echt nicht präzise genug, dass ich den hätte treffen können. Ohne Visier wahrscheinlich. Oh, shit. So. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Die Flasche. Wir gönnen uns eine Runde. Oder? Yeah. Yes. Let's go. Los, Bandagen haben. Sprudeln. Sehr gerne. Oh, warte mal. Nein, nimm du die. Du bist, du hast weniger Leben. Ich nehme mal die Magneto-Handschuhe vielleicht. Oh Gott. Oh Gott, da kommt jemand. Das ist okay. Ich weiß nicht, was er ist. Oh Gott. Ich weiß auch nicht. Er ist golden. Mach ihn kaputt. Oh, er ist. Spring ihn um. Oh, ist das ein Obdachloser? Nice. Juhu, ein Obdachloser. Oh Gott, das. Ich drehe mal eine Nuka-Cola, während du das hier machst, ja? Ja, klar. Können wir. Ich hab einfach nur gesehen, du hattest das unter Kontrolle. Brauchst du was davon? Brauchst du nichts. Ich nehme mal Medkit mit. Brauchst du ein Medkit? Nee, ist okay. Ich halte das noch aus. Na, ich habe eine Nuka-Cola getrunken. Ich habe relativ viel Leben, also gönn dir. Okay, ja, dann mache ich voll. No. Warte mal, ist das die Waffe? Ja, die kann ich dann auswechseln. Das hier, davon habe ich eine lilane Variante, die kannst du haben von der blauen. Also die, wo ich hier gerade stehe.
Die da? Wenn du haben willst. Oh, hier ist noch eine. Nein, ich wollte gerade sagen, es ist eine Nuka-Cola, es ist ein Nitro-Spray. Das soll ich, glaube ich, nicht trinken. Nitro-Spray ist ganz nice. Aber warte mal, hier sind Nitro-Fäuste. Ich habe die, hab die Magneto-Fäuste. Willst du Nitro-Fäuste haben? Hier? Ja, das wäre, glaube ich, gut. Schwebt bei dir auch hier irgendwas Lilanes in der Luft? Ja, das habe ich auch. Oh. Das ist irgendwie seltsam. Seltsame Dinge gehen vor sich. Mysteriös. Okay. Ich glaub, die Tone kommt langsam. Yeah. Und du hast es nicht zu Dokumi geschafft, oder? Ich wollte eigentlich zu Dokumi gehen, hab dann komplett falsch verstanden, wann sie dann doch war, als alle davon geredet haben. Ich dachte so, die Woche ist Dokumi? Nein, nächste Woche. Diese Woche? Nein, nächste Woche. Diese Woche aber jetzt. Nein, nächste Woche! Ich hätte mir wahrscheinlich 500.000 Mal noch ein Ticket gönnen können. Habe ich dann doch nicht gemacht, weil ich immer falsch verstanden habe, wann sie ist. Aber ich hätte auch mal recherchieren können. Und ja, dann war es irgendwie zu spät. Gerade so alle auf Twitter gepostet. Hallo, ich bin so für Dokumi. Du so, oh. Also jetzt aber ist die Dokumi richtig. Das sind Gegner. Wo? Da hinten. Die sind ja ganz schön weit weg, Mann. Das ist richtig. Ich treffe ihn fast. Oh ja, er ist tot. Auch kein Teamkollege? Ah. Ja gut. Nee, der war anscheinend schon weg. Willst du fahren oder soll ich? Bist du ein guter Fahrer? Möchtest du eine Fahrerskills Beweis stellen? Ich kann fahren. Keine Sorge. Ich kann fahren! Na, alles gut. Fully überlebt nicht. Nein, das war Absicht. Ich kann wirklich fahren. Siehst du? Was haben wir hier? Was ist hier gerade hinter uns passiert? Achso, ja, nein, das war das Nitro-Ding. Oh, aber hier ist die Sturmvorhersage in der Nähe. Wollen wir da hingehen? Oh, ja, das klingt gut. Sturmvorhersage wäre super nice. Let's go. Spiel? Oh mein Gott, ich dachte gerade, mein PC explodiert. Was ist passiert? Bei mir hat das Auto nicht, alles ist kurz stehen geblieben. Das Auto hat bei dir geruckelt. Guck mal, du hast einen Geschützturm. Nice. Okay. Ja, bei mir ist auch alles kurz stehen geblieben. Oh, da sind Spieler. Ey, da ist ein Gegner. Hallo? Ich meine, tschüss. Oh Gott. Es da oben ist auch noch jemand. Komm schon. Wir erwischen dich. Scheiße. Ich habe noch nie einen Song von dir gehört. Oh Gott, da sind die anderen. Ja, das sind die von der Vorhersage. Mach den Boss kaputt. Oh, den Boss. Okay, Moment. Anlage ist down. Moment. Ich schieß, ich fahr auf ihn drüber. Fahr auf ihn drauf. Okay, er ist down. So. Wir brauchen dringend das Ticket. Die Karte meine ich. Hab die Karte. Medkit nehmen wir mit. Okay. Let's go. Okay. Ich renn da mal los. Wo ist die Feuersage? Ich höre Leute. Oh Gott, da. Ja. Unser Wagen ist ein bisschen am Arsch. Ich glaube, das ist ein NPC, ja. Irgendjemand fährt hier auch mit dem Auto hin. Ich hab die Feuersage gleich drin. Die ist drin. Okay. Oh oh. Oh, ich hab einen. Also einer ist down. Ja, aber der andere rennt hier drüben irgendwo, glaube ich. Vielleicht ist er sogar an mir gerade vorbeigerannt und ich hab's nicht gesehen. Oh ja, da ist er. Ich kann. Ah. Oh, ich hab ihn. Ja, easy. Hat der was Cooles? Oh, er hat einen Sniper. Willst du die Sniper haben oder kann ich? Du kannst haben. Okay. Ich hab so ein Thermal-Präzisionsgewehr, das reicht mir meistens schon. Das ist, ja, dann ist gut. Mag so ein Fadenkreuz-Sniper-Ding, wenn es schnell auch zielt. Und ja, wir haben ein frisches Auto. Ey, es ist wunderschön. Es ist so schön besprüht. Wer hat diesen Paint-Shop gemacht? Das Logo obendrauf. Hier ist ja noch so einer. Was ist das denn? Oh, da war unser schöner Wagen. Oh mein Gott. Schwebt bei dir die Waffe da auch? In der Luft? Ja. Oh, was hast du gesehen, oh mein Gott? Was ist? Was habe ich gesehen? Ja, das habe ich dich gefragt. Ich glaube, mein Hirn hat gerade ausgesetzt. Das ist okay. Das habe ich heute scheinbar auch. Das ist in Ordnung. Ich glaube, ich wollte irgendwas über das Auto sagen. Wegen dem Adidas-Logo? Ich glaube. Immer diese Leute, die sich Autoskins kaufen. Ja, wer macht sowas? Die sind voll teuer auch noch. Oh, ey. Ja. Oh Gott. Da oben ist ein Weihnachtsmann. Ja. Weihnachtsmann ist down. Hat sie überlebt. Ich habe den nicht. Weihnachtsmann vom Dach geschossen. Erzähl das lieber nicht, Mama. Oh. Oh.
das ist irgendwie gefährlich. Oh Gott. Alles gut. Ich schub's mal hier die paar anderen ein bisschen durch die Gegend. Oh, so, der eine ist down. Ja, ich überfahre ihn ein bisschen. Oh, oh, ich glaube, unser Wagen ist gleich kaputt. Ist raus. Ja. Das ist ein Problem. Oh, er ist nicht explodiert. Nee, nicht explodiert? Weil ich gerade auf den Kaktus gefahren bin. Das hat ihn ein bisschen geheilt. Ja. Oh, ich wusste gar nicht, dass das Auto es auch heilt. Ich auch nicht. Oh. Und der andere ist jetzt weg. Ja. Wo sind diese Trottel? Da unten. Wo ist... Oh. Oder? Ist das ein NPC, oder? Ball? Oh ja, ist das ein NPC. Ja gut, es war ein NPC. Ja gut. Ja. Wir haben 10 Teamkills. Und scheinbar habe ich nur Assists. Oh nein! Du carryst ja wirklich den Run. Dafür habe ich dich ja auch engagiert, ne? Also ja, natürlich. Deswegen bin ich so teuer. Warte mal, hier ist ein Geschütz, ne? Ja, da drin war. Da hinten haben wir noch ein bisschen was. Dann läuft doch alles easy. Ich weiß, die Zone kommt, aber wir drehen um. Upp. Und gib Gummi! Let's go! Let's go! Yippie! Oh. So, und jetzt ein bisschen auf der Straße chillen. Ja, yeah, ist das da? Leben. Es sind jetzt nur noch 21... Jetzt bin ich bei der Tanke. Boah, es sind nur 21 Spieler da. Oh, wir machen uns ja, gut. Ja. Bisher läuft nicht schlecht. Nö. Kann man sich nicht beschweren. Haben wir hier ein paar Upgrades. Dachelstoßstange. Aber willst du ein Raket? Ich weiß nicht. Es ist keine Rakete, ist nicht, oder? Es ist das Gleiche, es ist das Gleiche. Es gibt Granatenwerfer aber auch. Aber die Reifen, ja. Kugelsichere Reifen, let's go. Die sind besser. Ein Granatenwerfer wäre auch nicht schlecht. Gibt's sonst noch was? Nö, ich glaube, das war's. Ich dachte auch, also. Das müssten alle Mods sein. Es gibt halt noch so Reparaturkisten. Die könnte man ab und zu finden. Wie da zum Beispiel. So, und dann wäre man repariert. Aber kein weiteres Upgrade. Ob hier in Reckless Railway einige Leute sind? Let's see. Am Bahnhof. Generell, hier müssten ja... Ja, da waren Schüsse irgendwo. Oh ja, ja. Oh, da. Ich schieße ihn ab, Er ist fast down. Vielleicht. Hallo? Ja, ein bisschen die Mauer kaputt machen. Können Sie da... Oh Gott. Oh Gott. Kollege. Oh, das Auto von denen ist aber fast kaputt. Nein! Wir hatten doch kugelsichere Reifen! Warum sind die alle kaputt gegangen? Hä? Was soll das? Weiß ich auch nicht! Oh Gott! Nein! Ich glaube, die haben sich geheilt! Ich glaube, wir müssen raus hier! Alles gut, ich werfe den Magneto! Okay, das macht ganz solider Schaden. Hinter uns sind auch Leute. Irgendwie sind wir ein bisschen umringt gerade. Ja. Oh Gott! Uiuiui! Uiuiui! Ich fühle mich auch ein bisschen da. Ich habe ein Schild. Oh Gott. Magneto hat mir was ins Gesicht geworfen. Oh Gott. Ich brauche dringend eigentlich nur ein Schild. Ja, ich habe Schild. Moment. Okay. Easy. Gönn uns. Oh je. Wir sind ein bisschen umringend. Links von uns sind welche und... Warte mal. Wurde ich gerade abgeschossen von irgendwo? Ja. Direkt vor uns sind die... Einer ist down. Alles easy, Mann. Okay, oh, ja, zwei sind easy. Down. Oh, jetzt da sniped noch einer. Wow, oh, scheiße. Die da draußen stehen so noch da. Oh Gott. Gott. Oh Gott. Nein, sie haben den Mann kaputt gemacht. No. Komm her. Ich schaff das. Easy. Oh, fuck. Komm. Glaube ich nicht. Oh doch, sie kommen. Nein, das war so knapp. No. Es war wirklich eine Sekunde. No. Oh. Aber Platz 7 war gut für die erste Runde. Ich habe viele Kills gemacht. Jetzt sollte es bei mir auch seltener laggen. Das ist halt immer, ich lerne auch meine Lektion nicht. Gestern dachte ich, ich mache mal eine Proberunde. Und damit ich die erste Runde durch habe, damit das Ganze ein bisschen geladener ist und smooth ist. Und dann läuft die Runde gut. Und dann habe ich mitten in der Runde gedacht, nee, ich starte jetzt die Aufnahme. Oh. Man will ja auch immer ein bisschen Show-off sein, ne? Ja, natürlich. Das ist authentisch. Leute, ich habe gerade 10 Kills gemacht. Wir sind gerade mitten in der Runde. Ja! Genau so war's. Scheiße, bei mir läuft's so gut.
Oh. Oh, Jungs, ich wünschte, ihr hättet das gerade gesehen. Junge, wie viele Leute sind hier? Das ist ja echt crazy. Da haben wir gerade wirklich den richtigen Hotspot erwischt. Ja. So, sind Leute hier? Alle sind hier. Ja. Oh. Wir haben sie gefunden. Ja. War wahrscheinlich nicht so clever. Aber das ist okay. So, nächste Runde habe ich gehört, gewinnen wir. Ja, hast natürlich. Hast du die Season schon gewonnen? Bestimmt, ja. Wobei, ich weiß es gar nicht. Also einen vielleicht. Nicht viel. Aber ich habe ja auch nicht viel gespielt. Ich bin Level 16. Ja, wie oft gewinnst du denn in der Zeit? Ja, so alle zwei Runden. Okay. Ich wünschte. Oh. Ich glaube, ich habe schon so zwei oder drei Runden gewonnen, vielleicht. Echt? Eine mindestens. Ja, ich glaube schon. Obwohl, warte mal, startet man nicht deinen Bot-Run? Warte mal, du hast ein paar Monate nicht gespielt oder anderthalb Monate nicht, ne? Warum haben wir nicht im Bot-Run gestartet? Ich habe ja die Season schon gespielt, ne? Oh. Ich weiß gar nicht, wann die Season angefangen hat. Aber es ist schon ein Monat her, glaube ich. Ja, Ende Mai oder so, ne? Ja, das haut, glaube ich, hin. Mhm. By the way, die Ladezeiten sind gerade bei mir absurd. Was soll das? Ist der Bus schon am Fahren? Ja, der Bus ist schon am Fahren. Nee, ich bin noch nicht da. Okay, ich spring mal nicht raus, okay? Okay, das ist nett. Oh. Ja, Fortnite und Stream. Das kann dann ja auch noch was werden, wenn die Aufnahme schon teilweise da so sagt, so, Ja, ich hab's mal versucht, aber es war keine gute Entscheidung. Aber dann hast du Bus? Nee. Oh, der Bus hat jetzt sein Limit erreicht. Mm. Er ist jetzt durchgeflogen. Nice. Glaubst du, ich komme irgendwann noch ran? Weißt du, ich glaube, an dem Punkt mache ich mal so lange Pause in der Aufnahme, bis ich tatsächlich drin bin. Also, wenn ich ankommen sollte, wisst ihr Bescheid. Gut, es hat nur 10 Sekunden gedauert und ich bin da. Okay, die Welt unter mir rendert. Wo bist du? Ich sehe ungefähr, vielleicht? Wo du bist. Ja. Okay. Ich flieg zu dir hin. Ich habe mir gerade auch unschlüssig, wo es jetzt hingeht. Alles easy. Wow, ist das low poly. Ist ein N64-Spiel gerade bei mir. Oh nein, warte mal, Texturen kommen rein. Jesus Christ. Was ist denn los? Von letztens dachte ich noch so, Fortnite läuft aber smooth. Haben die irgendwie die Performance verbessert? Schaffst du das? Schaffst du, oder? Ja, das ist kein Problem. Ich verprügel, ich töte, ich töte, ich töte, ich töte, ich töte. Ich treffe, ich habe getroffen. Danke für die Waffe. Sie hatten recht mit den Killerspielen. Da hinten ist auch einer. Okay, einer schon down. Hä? Das ging ja fix. Hallo? Oh! Hab ihn? Da kommt noch einer! Oh scheiße, ich habe keine Munition mehr! Oh, ich prügel drauf! Wie ich schlag drauf! Vorsichtig! Oh. Warte, ich hau drauf! Ich bin leider schon down, also. Schaffst du's? Ich weiß es nicht! Denk an die lange Ladezeit! Da ist noch jemand! Du schaffst das! Oh Gott! Was geht denn hier ab? Ich hab keine Waffe! Mehr! Meine Waffe war leer! Ja, meine auch! Oh nein! Jetzt lade ich bestimmt schneller rein. Das wird schon. Zurück in die Ladezeit. Zurück in die Ladezeit. Na, solche Runden muss es in Fortnite gehen. Es gibt immer die Leute, die früh rausfliegen. Das passiert einfach. Das stimmt. Wir haben uns dieses Mal ehrenvoll geopfert und diese Aufgabe übernommen. Genau. Man sollte uns eigentlich danken. Wenn man als Erster, glaube ich, sogar stirbt in der Runde, bekommt man irgendwie Bonus XP. So, erster Toter oder sowas. Neue Leveling-Strategy. Ich glaube, so viel bekommst du da auch wieder nicht. Außerdem, du musst dich echt anstrengen dafür. Weißt du, wie schwer es ist, als Erster in der Runde zu sterben? Ich habe es versucht. Es klappt nicht so einfach. Vor allem, du musst den Spieler finden. Versucht. Du musst den Spieler finden, er muss dich auch als Erstes abknallen und nicht ein absoluter Vollidiot sein, der dich nicht trifft und so. Es ist alles ziemlich kompliziert. Ja, das stimmt. Vor allem Leute am Anfang, also bei denen man landet, die sind immer so prädestiniert dafür, nicht zu treffen tatsächlich. Ganz oft nicht, aber manchmal hast du so richtige Schwitzer und die kommen dann an und dann springen die um dich herum und dann und du bist tot und denkst du so, wie hast du mein Gesicht gerade getroffen, was? Was?
Hau? Wie? Hä, du hast mich gerade gesehen? Boom, mein Gesicht ist weg. Cool, danke. Ich wollte auch gar nicht heute spielen. Dankeschön. Ich fand die Lobby eh viel lustiger. Ja, die Lobby ist cooler, ne? Bei mir ja. Ist gerade dieser Lil Whip. Diese Eiscreme. Jeder Lil leistet auf eigene Weise. Song. Hat er? Ist das ja. Ein Rapper? Ah, nein, das ist kein Rapper, das ist so ein Fortnite-Exclusive-Song. Er ist ganz furchtbar. Cringe-furchtbar oder wirklich einfach musikalisch ein schrecklicher Song? Oh, sowohl als auch, denke ich. Ja gut, schließt sich ja nicht aus, ne? Das stimmt. Gut, wo geht's hin? Keine Ahnung, ich bin noch nicht da. Warum passiert mir das heute? Das liegt bestimmt daran, weil gerade ich schon mein PC überladen habe mit einem Chillers Art Game oder so. Ich sag's dir, das hat mein PC stimmt. Schon halb gesprengt, glaube ich. Das ist dein persönliches Shinkansen Zero. Oh, let's go. Ich bin in der letzten Sekunde rausgeflogen, mein Character Model ist weg. Junge, der Boden war weiß. Was passiert denn bei dir? Ich weiß es nicht. Fortnite, was hast du? Oh. Na gut, sind wir hier ein bisschen in der Ruinen-Wüsten-Gegend. Das passt auch, denke ich. Hier gibt es bestimmt auch einige Sachen. Einige Spiele auch zu finden. Oh Gott, ich sehe da jemanden schon ein Haus rennen. Ich versuche mal woanders zu droppen. Bist du safe gedroppt? Ich glaube ja, aber ich habe keine Waffe. Ich auch nicht. Hier ist ein Bauer! Ich mach den Bauer kaputt! Nicht der Bauer! Ich hab den Bauer getötet. Seine armen Eier. Ist mir egal. Er ist komplett tot. So, ich hab Schild dran. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Ich bin auf dem Weg zu dir. Moment. Oh! Ich habe Waffe. Sehr gut. Ich mache sehr gut. Kaputt. Du mach ihn kaputt, okay. Ich mache ihn kaputt alles. Oh, Scheiße! Da schießen! Hast du? Sehr gut. Hab kaputt. Brauchst du da? Gönn dir. Frau hat nimm mal die Pistole. Gut. Nimm mal diese Farmer. Ich bin halb tot. Das ist einer der seltenen Momente, wo ich glaube ich hier mal das Gemüse warte mal, esse. Mal. There you go. Oh, ich esse trotzdem mal ganz kurz das Gemüse. Ein bisschen Apfel, ein bisschen da. Jetzt können wir das Medpack. Okay. Apfel ist aber kein Gemüse. Ach, halt auf das Maul. Lass mich jetzt nicht die Wasser in der Diskussion anfangen. Oh. Hallo, ich wollte da hoch zum Gebäude. Da ist irgendwo eine Truhe. Warum hältst du dich nicht fest? Halt dich fest. Danke. Ich muss jetzt mal ausprobieren, wie der Fernzünder funktioniert. Okay, so werfe ich und dann mache ich. Ah, okay. Ich hab's gehört. Oh, ich habe eine solide Waffe sogar. Nice. Also eine blaue. Okay. Let's go. Ist hier sonst irgendwas Cooles? Irgendwie ist ja haartote Hose, ne? Da das in das große Gebäude, ins Anwesen, ist übrigens einer nach dem Drop direkt reingelaufen. Oh, sollen wir da hin? Ja, können da gerne hin. Okay. Auf geht's. Hey, ich bin auf dem Weg. Hast du... Oh, hat er einfach fetten Jump gemacht. Ich wünschte, ich hätte einen fetten Jump gemacht, aber ich habe mich einfach nur auf dieses Seil da katapultiert, wo man so drüber laufen kann. Ich habe übrigens auch ein paar Waffen gefunden hier gerade. Okay, wie sind sie ausgerüstet? Hast du eine Maschinenpistole, eine grüne? Nee, tatsächlich eigentlich nicht. Dann ist okay, dann behalte ich die. Dann ist es meine. Okay. Hallo, Trottel? Jemand da? Also reingehen. Hallo, sind hier Opfer? Hallo, wollen Sie umgebracht werden? Hallo? Es funktioniert bestimmt die Antworten, glaube ich. Ich brauche eine Tür. Ah, hier ist eine Tür. Hallo, klopf, klopf. Hier ist übrigens ein kleiner Schildtrank, falls du brauchst. Da. Oh, ja. Jetzt brauche ich wieder einen, nachdem ich mich aus Versehen selbst in die Luft gejagt habe. Oh, Magnetokraft. Du hast dich selbst in die Luft gejagt? Ja, für den Joke. Ich habe das C4 gegen die Tür geworfen und Bumm gemacht und dann habe ich Hallo gesagt. Und ist ja witziger gewesen, hätte man es nein. Der Schmerz hat geantwortet. Dann hat es ja wunderbar funktioniert. Oh. Ich glaube, hier ist niemand mehr. Nee. Eindeutig nicht. Dann, hier sind werden wir Autos. Weiterziehen. Wir ziehen weiter.
Ich kann es nicht lassen, alle Kisten zu öffnen, ne? Ich sehe Munitionskisten, ich sehe eine andere Kiste. Ich muss öffnen. Es geht nicht. Das ist okay. Das gibt alles Erfahrungspunkte. Das stimmt. Es gibt sogar echt viel, weil ich irgendwie einen Haufen Bonus... Hier ist ein Auto. Direkt da oben. Aha, aha, aha. Aber wir haben echt nicht so viel, um die zu verfolgen, ne? Ja, und die haben ein Geschütz. Und wir nicht. Das ist ein Problem. Stachelstoßstange. Nitro. Nitro. Wo kriegen wir bestimmt noch mal irgendwas, oder? Ja, ich denke schon. Oh, Schildkaktus. Nice. Es gibt uns auch so viel Schild, ne? Oh, da ist eine Tanke. Bei der Tanke kriegen wir safe was. Ja, da ist ein Geschütz. Oh mein Gott. Wir sind bereit, das Gefecht aufzunehmen. Da hinten, warte mal. Da sind Gegner. Ja, ich weiß. Ich hole mir ganz kurz den Schild. Ist wichtig. Das Ding hat halt einen krassen Wendekreis, okay? Boller die weg! So, den einen habe ich überfahren. Keine Sorge, der eine wurde überfahren. Oh. Beide überfahren. Oh, die sind beide tot. Ja. Schauen wir mal. Ich nehme mal die Medkits. Kann man immer gebrauchen, ne? Sonst ist deren Loot eher ein bisschen Trash. Ja, die haben auch gar nicht mal so gut zurückgefightet. Nee, hätten die sich mal ein bisschen mehr angestrengt, also mal ganz im Ernst, ne? Das war schon ein bisschen peinlich. Welche woanders? Ein Motor? Nee. Nee. Alle Leute, die das Video sehen, denken so, ah, cringe. Keine richtigen Gegner. Da ist jemand. Kein verdienter Sieg. Und tschüss. Und bye-bye. Oh, der hatte ein bisschen mehr Stuff. Willst du raus? Ja, ich habe die Magnete. Ein bisschen Munition auf jeden Fall. Irgendwie ist unser Wagen auch halb am Arsch. Ich glaube, wir fahren mal zur Station darüber. Und heilen uns. Noch mit. Ja, okay, gut. Okay. Hier haben wir nämlich direkt eine. Ganz kurz heilen, ganz kurz reparieren. Wie ist unser Wagen so schnell kaputt gegangen? Das ist eine sehr gute Frage. Wusstest du eigentlich, dass man auch zu Feinden ins Auto steigen kann einfach? Ja, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Dann kommen die Leute, steigen bei mir einfach rein und ich sitze da so und denke mir so, okay, und nun was? Was machen wir beide jetzt? Ist da was Interessantes? Ja, ich glaube, ich will die Sniper. Gib mal her, danke. Und das Geld. Ja. Ich bin sowieso im Cap voll, also easy. Oh, ja. Was ist denn das Cap? 2000? 5000. Oh. Ja. 1000. Irgendwie, ich finde auch zu selten irgendwas, um mein Gold auszugeben. Ich weiß auch nicht. Ich struggle in Fortnite echt hart mit Reichtum. Suffering from success. Oh, seid echt oh, so. Oh, da. Ja. Als ob ich daneben gefahren bin. Oh, ich hab ihn. Oh, der war nicht allein. Ah, da drüben ist der andere. Dann fahren wir den alten doch mal weg. Tschüss. Jetzt hat er gedacht, dass er stehen bleibt und sich in die Hocke hockt. Jetzt sind sie weg. Ja. Nemo schießt nochmal zwei. Handschuhe oder so mitnehmen? Nee? Ich hab schon Handschuhe. Okay. Vielleicht möchtest du noch welche? Ne, ich habe auch welche. Kann ich eigentlich C4 auf unser eigenes Auto kleben? Warum solltest du es tun? Warte mal, ich glaube, ich nehme die Nitro-Fäuste statt die Magneto. Willst du Magneto oder Nitro? Ich habe die Magneto noch nie ausprobiert. Moment. Dann gönn dir mal die Magneto. Was kann man damit machen? Kannst dann so die Dinge im Projektieren wegwerfen und du hast den Schild. Okay, ich probiere das mal aus. Oh, das ist ein Gegner. Oh Gott, das ist ein Gegner. Ja. Alles easy. Ich sehe gar nichts. Einer ist down. Das ist Jack Skellington. Spooky, scary Skeleton. This is Halloween. Oh Gott. So einfach Freaks. Irgendwas rausrufen. Oh Gott. Warum ist er nicht tot? Warum hält er so viel aus? Ich weiß es nicht. Da ist doch irgendwo einer. Da hinten. Oder Moment. Hinten. Moment. Ich muss jetzt mal etwas ausprobieren. Ich fahre jetzt unser C4-Auto in die rein. Okay. Oh! Es hat ein bisschen funktioniert, glaube ich. Ich versuche durch die Scheibe zu snipen. Oh! Das ist nur einer, der da drin sitzt. Oh, Mama mia! Du schaffst das! Du warst Nein! Du warst auch down? Ich war auch down, er hat mich. Es ist zwar Jack Skellington. Wir hätten auch einfach wegfahren können. Naja, whatever. Ja, wir haben jetzt wieder Ladescreen. Ladescreen ist der beste Content.
Ich dachte, wir schaffen das. Ich auch. Ich habe an uns geglaubt. Ich auch. Und dann hat er mich einmal überfahren und hat super viel Schaden. Wie hat er so viel Schaden damit gemacht? Ich weiß es nicht. Oh, vielleicht hatte der so ein Stachelteil vorne dran. Oh, meinst du, das macht mehr Schaden? Ich glaube ja. Ich glaube, das eine macht Gebäude mehr kaputt und das andere, das macht mehr Schaden, wenn man Leute überfährt, glaube ich. Leute überfahren ist lustiger. Wir brauchen keinen Kontext dafür. Das nehmen wir einfach so. Das bleibt so. Oh. Immerhin habe ich mal meinen eigenen Wallpaper hier wieder. Ich finde das immer ganz komisch. Ich check nie, wann der irgendwie einen random Wallpaper nimmt. Von Fortnite selber oder einen von mir. Also bei dem Ladescreen. Warte, einen von dir? Mhm. Was also du kannst ja welche so Ladescreens freischalten. Ach so, ja, ja. Ja. Ich hab die auch auf random gestellt, aber bei mir kommt immer der gleiche. Was? Bei mir kommt immer so ein Weihnachtsscreen. Oh, ich bin in der Lobby! No fucking way! Nein! Yo, ich hab zwar die Creator-Einstellung, aber ich könnte jetzt Musik anmachen. Pass auf. Guck mal, ich hab Emote. Ist das nicht voll cool? Jetzt kann ich das auch mal zeigen. Gott. Ich bin so cool, Mann, oder? Du bist so cool. Ich hab auch von der letzten Season den hier. Den hört man sogar. Den muss ich immer machen, weil das der einzige ist mit Ton. Der halt dann nicht copyrighted werden könnte. Oh. Ah. Ja, weil das Fortnite selber ist. Ja, ja, klar. Stimmt, das habe ich gar nicht bedacht. Steht der jetzt eigentlich wieder null? Ja, es gibt ja Creator-Einstellungen. Wollen wir mal in. Moment. Wie wär's mit Classic Chords? Chords. Ja, Classic Chords. Classic Chords. Das ist irgendwie, entweder stirbst du sofort oder du hast einen guten Run. Irgendwie ist da nichts dazwischen, wenn du dort landest. Die 50-50 gefällt mir. Die nehme ich. Es gibt keinen anderen Ort in ganz Fortnite, wo das so der Fall ist. Ganz einzigartig für diese Stelle. Eine D-Season kenne ich mich auf der Map noch nicht so gut aus. Aber die letzte Season, die habe ich durchgespielt, als es die Götterwaffen und sowas gab. Die war eigentlich ganz cool. Ja, die haben nur den Süden angepasst, der Rest ist ja noch gleich. Eigentlich. Stimmt, ja, stimmt. Die Unterwelten der Olymp sind ja auch noch da. Und ich weiß nicht mal mehr, was davor im Süden war. Einfach nur eine nette Graslandschaft. Mit den ganzen Bärenfeldern und so. Oh, ich habe einen großen Trank. Oh, das war da. Oh, ich habe auch einen großen Trank. Nice. Wir haben so viel gemeinsam. Wir sollen mit Fortnite zusammenspielen. Oh Gott, was hab ich denn? Ich hab so einen Enterhaken. Ah ja, der ist ganz cool. Kannst dich auch an ein Auto hängen. Und wenn du einen Zweisitzer hast, aber zu dritt oder zu viert spielst, kannst du dich hinterher schleifen lassen. Oh. Mhm. Okay, und wie machen wir das jetzt ohne zwei weitere Freunde? Wir müssen andere Freunde rekrutieren. Ah, okay. Es ist leider so. Es ist, was es ist. Man kann da nicht. Es gibt keinen Einsitzer. Ah, wobei kann man sich ja. Nicht mal Motorrad ist ein Einsitzer. Es gibt Einsitzer, glaube ich. Das sind so Special-Autos. Ich habe zumindest mal einen, glaube ich, gesehen. Glaube ich. Übrigens, wenn du C4 wieder haben willst. Ich habe einen kleinen Trank, baut rein. Ja, ein kleiner Trank wäre ganz nice. Dann gönn ich mir sofort die große. C4 würde ich nochmal nehmen. Das fand ich echt lustig. Hier oben ist eine. Oh mein Gott. Ja, komm. Habe ich halt 95 Schild, das passt. Da direkt vor uns, direkt vor uns, direkt vor uns. Weiter, Gwen, aua! Au! Au! Hallo? Kommt ihr runter? Wo ist sie hin? Hier oben. Kann ich dich. Hä? Kann ich nicht rekrutieren, scheiße. Oh, die hat mich auch fast gekillt. What the fuck? Gwen! Mein ganzer Schild war auch weg. Nice. Oh, hier ist die. Hast du sie gefunden? Ja, ich habe sie gefunden. Okay. Okay, ich habe sie down. Nice. Ja, mein ganzer Schild ist weg. Ich nehme jetzt. Meine auch. Willst du die Handschuhe oder soll ich? Du kannst sie gerne nehmen. Okay. Meine Handschuhe jetzt. Ah. Hast du große Schildtränke noch? Oder kleine? Einen hab ich noch, ja. Nehme ich den großen halt. Kann ich mir damit ein bisschen auffallen.
Mann. Weißt du, was mir auch immer auffällt? Irgendwie, wenn ich Solo spiele, bin ich irgendwie viel besser darin, in meiner eigenen Pace zu spielen. Wenn ich im Multiplayer bin, denke ich mir immer so, irgendwo ist mein Partner, macht gerade was und ich check gar nichts. Oh, Doomfäuste. Du brauchst einfach nur... Ja, solche habe ich schon. Oder? Oder sind das... Ah, nee. Ja, doch, doch. Solche. Na gut, da haben wir schon Magnet und Doom. Oh, das ist ein Auto hier irgendwo. Da fährt einer. Oh Gott. Was ich sagen wollte, du brauchst einfach Partner, die unterwürfig sind, die einfach nur dir hinterherrennen. Unterwürfig. Okay. Oh. Wer auch immer da drin war, ist tot. Oh, da ist eine Nuka-Cola. Willst du dir mal eine Nuka-Cola reinziehen? Hast du schon mal eine getrunken hier? Ja, doch, gerne. Dann gönn dir mal. Also, einfach nur so. Ja. Die heilt dich und gibt dir auch ein bisschen Schild. Aber der Kronkorken gibt dir auch ein Gold, wenn du den reinsteckst. Oh! Das ist voll cool. Generell, Nuka-Cola ist immer sehr nice. Da kannst auch zwei Stück davon tragen. Mhm. Genau wie man sollte hier. War das eigentlich ein... Das war ein NPC oder so, oder? Der hier gerade in die Luft geflogen ist? Ich bin mir so unsicher. Ich weiß nicht, was das war. Ja. Ich weiß es auch nicht. Es war ganz komisch. Ne, ich weiß gar nicht. Ich glaube, random NPCs steigen, glaube ich, gar nicht in Fahrzeuge ein. Glaube ich. Und der Bus ist auch nicht in der Nähe. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Oh. Würden Bots dir als Kill angezeigt werden? Weil ich habe einen, nämlich. Ja, ich glaube ja. Okay. Alter Oscar. Oh, der hat einen Schildrang dir gegönnt. Nice. Dann kann ich den gebrauchen. Ja, den kannst du nehmen. Ich hab schon drei. Ja, dann bin ich voll. Und dann würde ich sagen, Zone kommt. Nehmen wir ein Auto und düsen weg. Ja. Okay. Oh ja, wir sind sogar schon in der Zone. Ja, wir sind halt ganz am Rand. Irgendwo. Die Musik hier. Irgendwo ist hier ein Auto. Da ist der Parkplatz. Siehst du, wo ich bin? Ich sehe, wo du bist, ja. Ich habe eine schicke rote Karre. Wir versuchen jetzt etwas. Willst du dich dran hängen? Ich werde es versuchen. Okay. Okay. Nun fahr. Okay. Okay. Und let's go! Oh Gott, nicht in die Hecke! Ja, ein bisschen Schwunde sind immer, wenn du schon so dich dran hängst, ne? Ihr seid gefährlich, junger Mann. Was glaubst du, was du da machst? Ich hab das im Fernsehen gesehen. Man sollte nicht immer alles machen, was man fährt. Okay, pass auf, wenn du mit Nitro irgendwo reinrennst, dann machst du alles kaputt. Und auch Autos. Das ist halt ziemlich cool irgendwo. Ja doch, das ist sehr, sehr cool. Mhm. Ich bin übrigens sehr froh, dass du nicht mit Bauen spielst. Nee, ja, okay, ich habe gar nicht gefragt, stimmt. Will mir gerade mal so ein. Moment, ja, ich habe einfach angenommen, Zero Build ist sowieso der coole Modus, den man spielen möchte, oder? Ja, definitiv. Oh, das sind NPCs. Ja. Was ist da passiert? Warum sind die umgekippt? Möchtest du die ein bisschen chipsen? Ich weiß gar nicht. Kriegen wir das überhaupt hin? Ich hab keine Ahnung, ob wir das zu zweit einfach so schaffen, den Bus einzunehmen. Ich weiß es nicht, aber einen habe ich gerade runtergeschossen. Oh Gott, ich glaube, wir müssen in die Zone. Ja, komm rein. Nein, dann häng dich rein. Ich häng mich immer rein. Okay, let's go. Wir nehmen eine Abkürzung. Keine Sorge, ich kenne mich aus. Keine Sorge, ich kenne mich aus. Keine Sorge, ich kenne mich aus. Siehst du? Mhm. Ja, doch. Ich kenne mich aus. Vertrauen. Und der Bus ist hier in der Nähe. Uiuiuiui, ich gehe ein bisschen mal durchs Wasser, ja? Und dann hier. Alles gut, Mann. Siehst du? Keine Sorge. Aus meiner Perspektive sah das super aus. alles easy. Und guck mal da, wir sind in der Zone. Sag doch, ich bin ein guter Fahrer. Ja, habe ich nie angezweifelt. Du hast aber erstmal gezweifelt, ein bisschen. Nee, sei ehrlich. Das war er. Das war der auf meinem Rücken. Was ein Bastard. So ein kleiner Drecksack. Echt so. Kugelsichere Reifen nochmal auffrischen. Oh ich mach ein bisschen Bungee-Jumping gerade. Bist du von der Brücke gefallen? Ich bin von der Brücke gefallen. Ich hänge so, warte, du kannst einfach weiterfahren. Oh nein, ich wurde abgekoppelt. No! Nein, keine Sorge, ich bin hier oben, ich warte. Ich muss uns wieder verkuppeln. Verkuppel uns. Kuppel dich dran. Easy. Sehr gut. Geschafft.
Und jetzt fahre ich ohne Rücksicht auf dich und Verlust einfach hier weiter. Oh. Sanest Fortnite Player. Oh, ich habe ein Geschütz. Könnte mal wieder ballern. Na gut, dann komme ich. Wie hast du es geschafft, so schnell reinzukommen? Ich konnte einfach mich auf dich zubewegen. Aber du konntest dich ranziehen oder warst du drin? Ja. Wild. Ich habe mich noch nie in ein Auto dran gehangen, deswegen. Oh, so. Moment. Geht da hinten das Ding auf? Ja, da hinten geht das Ding auf. Wollen wir da ran? Ja, ja. Ich habe gerade gesehen, dass Bender jetzt einfach so ein Tablet in der Hand hält, womit er schießt. Da oben. Oh Gott, die sind da oben. Ja. Oh, ich glaube, ja, ich habe ein bisschen getroffen. Das ist ein bisschen schwierig, ja? So. Ich habe das Gefühl, die treffen uns ein bisschen mehr als wir sie. Ist okay. Ja. Alles easy. Easy on the Pepsi, Mann. Ich gebe voll Gas. Was? Oh Gott. Das blockt. Junge, was? Er ist stärker als das Auto. Oh mein Gott. Ich habe sie runtergefahren. Schaden? Nein, der kann fliegen. Stimmt, der ist. Aber jetzt kommt der Fallschaden, oder? Na, no, scheiße, unser Wagen. Also easy, ich habe auch Magneto. Wo? Ich hole ihn mir, Moment. Da ist er. Wo? In meine Richtung. Oh. Beste Beschreibung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. NPC. Warte mal, ist das der Bus? Ja, das ist der Bus. Oh. Geht's ihm noch gut? Können wir da rein? Ich meine. Moment. Ja. Ja. Aber wir sollten den vielleicht reparieren lassen, aber. Ja, oh ist okay. Da, ist da, noch jemand. Da oben. Alles easy. Ich hab die Person. Jeden Moment. Moment. Ich hab ihn. Aber das ist doch einer. Ah, Scheiße. Der Bus. No. Nein. Mach's gut, Bus. Für dich, Bus. Für dich. Oh, dass wir das überlebt haben. What the fuck? Die hat eigentlich so eine gute Position, so einen guten Vorteil. Es war alles super bei denen. Gehen wir mal übrigens wieder voll ein Schild. Und das trotzdem. Stimmt. Oh Mann, da haben wir überlebt. Sie haben uns nicht getroffen. Nee. Keine Chance gehabt einfach. Ich hab meine Dodging-Skills benutzt. Nice. Hab ich, was machst du da? Ausweichen. Ist das ein Emote? Das ist ein Emote, ja. Achso, okay. Pass auf, nicht in meine Kohlköpfe, okay? Nicht die Kohlköpfe. Achtung, ich komme! Warte mal, wollten wir nicht in den Bunker rein? Sekunde. Oh, wollten wir? Ja. Oh, eine Nuka-Cola. Nuka-Cola. Ich gönn mir die. Also easy. Lass sie dir schmecken. Yeah. Eine Nuka-Cola. Mhm. Jetzt gönn ich mir auch eine. Zieh die rein. Oder behalt die halt zum Heilen. Ich hab sie mir reingezogen für den Genuss. Hier ist übrigens super viel Gold. Kannst alles abbauen, falls du Bock hast. Ist sonst ja, irgendwas Cooles? Oh, ist die Armbrust gut? Ich hab sie noch nicht wirklich viel benutzt. Vielleicht. Also ich kenne nur die Armbrust, die es mal gab von Chewbacca. Die war eigentlich ganz lustig. Ja, dann gönn dir. Vielleicht kannst du ja mit der umgehen. Oh. Ja, mal schauen, vielleicht. Der hat zwar nur 3 Schuss, aber. Ja. Muss halt vorsichtig mit umgehen, ne? Bisschen Schwund hat man ja immer. Ich pass auf. Wäre nicht. Ich wünschte, ich hätte Waffen, die ich mehr mögen würde in einer besseren Variante. Aber naja, so ist das Leben. Moment, das ist doch eine Truhe. Was hättest du denn gerne? Ich mag so wie Maschinenpistolen und halt dieses Jagdgewehr-Sniper-Ding. Das finde ich ganz cool immer. Ich hätte eine blaue Maschinenpistole. Und wenn du die nicht brauchst, nehme ich die. There you go. Cool. Oh, da kommt was. Oh, du hast sogar das richtige Visier dafür. Und? Was machen die jetzt? Abhauen. Ja. Trottel! Die machen eh nichts mehr. Oder? Nee. Kommen die? Nee. Na. Nee, nee, nee. Gut, dann nehmen wir uns einen neuen Wagen, würde ich sagen. Wie, Kinder, eine gute Idee. Wie den kleinen Van. Noch.
Ja, der Van klingt gut. Ich brauche auch noch eine neue Waffe. Ich habe nur eine. Jetzt auch eine Maschinenpistole. Ärgerlich. Das ist eine Pistole. Das ist okay. Hier unter mir ist eine Truhe. Das ist wieder nur eine Maschinenpistole. Und schon wieder eine Maschinenpistole. Ja. Hier sind viele Maschinenpistolen irgendwie, diese Season. Ja. Bisschen Gold. Auch nice. Ja, es gibt irgendwie drei verschiedene oder so. Hm. Oder? That's drei? A lot. Es gibt die, es gibt die eine mit dem. Mit. Oder doch? Ja, ich glaube, du hast recht, es gibt drei. Es gibt drei. Ja, dieses Sturmgewehr, was ich gerade habe, das ist ja auch quasi. Ja, 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 das ist mir auch gerade aufgefallen, ja. So viele. Ja, gut. Willst du fahren? Okay. Ja. Dann chill ich mal eine Runde. Dann übernehme ich auch mal das Steuer. Nice. Noch 16 Spieler. Waren eigentlich noch irgendwo Upgrades? Ich habe zufällig keine gesehen. Okay. Ich sehe weiterhin keinen in der Nähe. Wir können immer zum Olymp rüberfahren. Ja, mach mal. Ja, Zeus, der ist dann Alter. Definitiv noch in der Zone. Ja. Hallo. Hallo, Olymp. Ja, Zeus und Hades gibt's inzwischen nicht mehr, ne? Nee, ist voll schade. Die Bosskämpfe sind weg. Oh, weiß auch nicht, warum sad. Die das gemacht haben. Ja. Ich meine, die Gebiete sind ja noch da, also. Oh. Da ist wie jemand. Nee, warte mal, das ist ein NPC. Hallo. Moment, wir können die mitnehmen. Ich gebe aus. Artemis. Oh mein Gott. Ich habe mich letztens sogar noch gefragt, wo Artemis chillt, weil ich das bei jemand anderes gesehen habe. Ich wusste gar nicht, dass sie hier ist. Gut zu wissen. Die war mal woanders. Die war doch mal bei diesem Anwesen, ne? Ja, bei der Lavish Layer, meine ich, war die. Yeah. Und die müsste scannen, was ziemlich nice ist. Und hier ist auch eine Truhe. Mit nichts. Es sei denn, du magst Hammer Pump Guns. Geht so. Ja, ich mag die auch nicht. Hast du zufällig Raketenwerfer-Munition? Bestimmt. Lass mich mal gucken. Das ist Raketenwerfer-Munition, oder? Ja, das ja, ist perfekt. Sehr gut. Okay, dann können wir eigentlich weiter, glaube ich. Ja. Da und Gegner sogar werden gescannt. Rein. Ja, wir sind jetzt zu dritt. Let's go. Juhu. Keine Gegner in der Nähe. Angenehm. So, wo fahren wir denn am besten als nächstes hin? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, man könnte sogar so ein bisschen einen auf ruhigen machen. Die vermutlich. Zone wird halt nur immer kleiner. Und dann wird es super gefährlich. Mhm. Vielleicht können wir noch irgendwo ein bisschen Aufsätze fürs Auto aufgabeln. Ich oh, da ist jemand. Wir echt wenig. Ups. Ja. Komm, dann gehen wir da mal hin. Ja, einer ist da oben auf dem Berg und der eine da unten. Oh Gott, ich krieg's nicht hin, den zu markieren. Ich überfahre ihn einfach mal. Moment. Hallo. Wir haben bisher auch drauf geschossen. Alles easy. Das ist ein NPC, was? Ist das? Nee, ich glaub, nee, ist es nicht. Artemis hat es nur einfach markiert. So, Typ ist komplett down. Oh, und der andere auch. Und da oben. Ja, okay. Okay. Da rechts sehen wir da auch ein bisschen geschossen. Was hat denn der fallen lassen? Ja, okay. Raketenmunition auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Jo. Ich glaube, da habe ich jetzt das Maximum, und zwar 15. Nice. Oh, ein Sniper. Das ist auch ganz nett. Ist das diese One-Shot-Sniper? Die fühle ich nämlich irgendwie gar nicht. Also keine Ahnung, ob du mit der umgehst. Ja, die hat einen Schuss. Das ist so ein bisschen sehr harter Schuss. Ein bisschen fast schon explosiver Schaden irgendwie. Siehst du, das ist ein sehr harter Schuss, aber nur einen dafür. Aha. Yeah, ich kann es mal versuchen. Ja, gönn dir. Aber ich weiß auch noch nicht. Was ich davon halten soll. Fühlt sich ein bisschen seltsam an. Ich hab das erst nicht bemerkt, hab da ein bisschen geschossen und saß dann so und dachte mir, fuck. Jetzt habe ich meine Position weg und ich hab verfehlt. Cool. Oh mein Gott. Ey, ich meine, hier oben ist eine sehr gute Position. Oder ist auch noch Kisten. Yo, let's go, loot. What? Oh, eine Nuka-Cola. Oh, eine Laserpistole. Eine Laserpistole. Ja, die kann Fahrzeuge sehr gut kaputt machen, ja. Oh. Die lädt sich auch auf. Du siehst, die überhitzt, wenn du viel schießt. Mhm. Die ist ziemlich nice. Die nehme ich mal mit. Oh, da unten, da ist ein Auto, glaube ich. Ja, ja, doch, da sind Leute im Auto. Das sind zwei Autos. Natürlich, das sind alles Autos. It's all cars. Ich glaube, das eine war sogar ein Solo-Ding.
Oh mein Gott, die Sniper macht ja super viel Schaden dafür, aber. Am ich hab Auto? Ein Auto getroffen und 400 oh. Schaden gemacht. Oh, ich glaube, die kommen hier hoch. Ja. Oh, Scheiße, Scheiße. Okay. Oh, ich brauche eine Nuka-Cola. Sehr gut. Einer ist down von denen. Das ist gut. Den anderen habe ich auch down. Auch. Okay, großartig. Ja, ich musste aber trotzdem mir eine reinziehen. Und da unten ist auch einer. Ich habe ihn getroffen. Sniper. Sehr gut. Von der anderen Seite des Bergs hier unten kommen welche. Oh, das ist schlecht. Oh, warte mal, da unten kann ich vielleicht snipen. Da unten ist immer noch einer. Ja, auch welche. Oh, ich hab ihn. Die One-Shot-Sniper ist doch ziemlich gut. Oh Gott. Hä? Wo? Da. Hinter uns. Die haben Magnetofäuste. Ich auch. Aber ich hab nicht getroffen, hä? Oh Gott. I am almost dead. Hier ist hier ist eine mythische Waffe, ein mythisches Gewehr. Da oben sind übrigens Fässer, die du kaputt machen kannst für ein bisschen. Da ist noch eine Medaille, willst du die haben? Ja. Oh, eine Krone. Da ist sogar eine Krone. Jo. Nimm sie dir. Hab ich. Komm her. Die Zone kommt. Oh Gott, die Zone. Soll ich die Medaille schnell mitnehmen? Ich nehme sie mit, ich komm her. Komm, wir müssen verschwinden. Warte, wir können hier das Jump-Pad benutzen. Dann hauen wir ab. Mach kaputt. Yeah. Kaputt. Let's go. Und let's go. Woo. Da unten sind sofort die Gegner. Hast du gesehen, wo ich die markiert habe? Da fahren die mit dem Auto lang. Im Auto. Ja, ja. Okay. Na, Magneto reicht nicht so weit. Scheiße. Warte, wir können, glaube ich, einfach da hoch mit der Seilbahn. Weil hier ist direkt eine. Oh, perfekt. Let's go. Okay. Oh Gott. Ah, hoi. Die haben mich abgeschossen. Haben die dich so schnell erwischt? Sind die hier? Ich bin mir auch unsicher. Ne, die sind nicht hier. Ich glaube, die sind unter uns jetzt. Das heißt, wir haben High Ground, hä? Ein bisschen, ja. Oh, Lagerfeuer. Oh, nice. Diese Heilung. Hast du noch Schild oder so? Nee, Schild habe ich leider gar keins mehr. Eine Nuka-Cola? Auch nicht. Ich habe nur vielleicht einen. Vielleicht ist da oben noch was. Ja, vielleicht. Auch nicht. Es sind übrigens auch die letzten beiden. Oh, die sind da. Oh Gott. Oh, ich glaube, der hat die One-Shot-Sniper. Ich hab dich, alles gut. Oh, fuck. Die sind gleich da, ne? Ich hab ein Medkit auch. Aber ich glaube, das ist ein bisschen sehr gefährlich, gerade einzusetzen. Ich glaube, die kommen da nicht hoch mit dem Auto. Oh doch, kommen sie. Brauchst du Medkit? Oh Gott. Nein! Oh, das ist wie Dritter. Was? Oh shit. Oh Mist. Oh, gerade war alles so überfordernd. Ja, ich habe dir gerade Medkit hingeworfen und dann kommt der hoch, ey. Wie ungünstig. Aber war ein paar gute Runden, oder? Ja, das war nicht schlecht. War wirklich nicht schlecht. Also, wenn du Bock hast, kannst gerne wieder dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gerne gefallen. Ich verlinke von dem guten Finn ja auch mal seine Sachen hier in der Beschreibung natürlich. Hast du einen YouTube-Channel? Dankeschön. Ich habe auch einen YouTube-Channel tatsächlich. Soll ich lieber Twitch oder YouTube verlinken? Lieber oder Twitch beides. Beides geht natürlich auch. Also, wenn du schon beides so anbietest. Ich kann auch beides machen. Ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Danke fürs dabei sein. Und haut rein. Bis dahin, ja. Tschüss. Bye-bye. Bye-bye.